So, Leute, wir machen weiter mit Let's Play Kirby's Adventure für den NES. Und Moment, ich drehe ein bisschen an Lautstärke von meinem Mikro. Etwa auf 50%. Ja, okay, gut. Wir sind auf der Insel der Gnome. Und ich würde sagen, wir gehen mal gleich in die erste Stage hinein. Ach, das war die Stage, ja. Dieses schöne karibische Feeling. Aber nein, nicht mein Schwert. Bleib hier. Ja, Vorsicht vor den Kokosnüssen. Die sind ein bisschen sehr explosiv. Ich glaube, da können wir einfach durchrushen. Ja, genau. Was war hier? Ah, hier gab es, glaube ich, ein kleines Secret oder so. Auf jeden Fall gab es hier Energy. Was hier drin? Ja, jetzt wieder raus. Okay, das war anscheinend ein kleines Secret und aua, ich lerne es immer noch nicht, mich von allem treffen zu lassen. Das Nervige an dieser Stage sind wirklich die kleinen bombastischen Nüsse, die hier von den Bäumen fallen. Ansonsten ist diese Stage doch auch ein kleiner Traum, möchte ich sagen. Bam, bam. Du bist weg. Du bist auch weg. Noch nicht. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Zack. Zack. Ah, und guckt euch diese wunderschöne NES-Grafik an. Für damalige Verhältnisse war das schon echt ein richtiger kleiner Meilenstein, dieses Spiel. Möchte ich jetzt mal sagen. Weil ich es ganz einfach so finde. Das war knapp. Und rein ins Ziel. Ach doch, noch nicht Ziel. Kommt noch was. Ja, ein kleiner Tornado. Aber da war jetzt nix. Gut, das war jetzt doof. Aber naja, dafür haben wir jetzt Tornado-Kraft. Tornado-Kraft vielleicht nicht, aber Laserkraft. Und das Ziel. Es klappt auch bei mir leider nicht. Bei Gold Astra war es ja ebenfalls so, glaube ich, dass er es nicht hinbekommen hat. Gehen wir in die zweite Stage. Ach, das war das. Bam, auf die Wand. Mal sehen, wo uns das jetzt hinführt. Eine weit entfernte Insel. Oh, eine Pyramide. Mit kleinen Gegnern drin. Da können wir uns jetzt schon meine Fähigkeit raussaugen. Aber ich behalte meinen Laser ein bisschen. Oh, ein weiterer Zwischenbus. Das war jetzt dieses lustige kleine Rad. Das mit kleineren Rädern wirft. Oh, das war jetzt doof. Mein Laser will ich doch schon gern behalten, bitte. Du bist leicht besiegt, Freundchen. Ah, der bremst da so noch. So, der ist besiegt.
Bams! Und weiter geht's. Da, 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 da. Ah, das ist ein schöner Soundtrack. Da, 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 da. Ich liebe den Kirby-Soundtrack, Leute. Ich liebe den Kirby-Soundtrack. Das war doof von mir. Das war doof. Da war das Rad im Weg gewesen. Deswegen war ich da vorsichtig. Das tut mir leid, Leute. Müssen wir jetzt normal machen, den komischen Boss? Ja, leider. Und voll drin gerast. Klasse, Wacky. Super. Hier, komm. Friss mein Schwert. Oder friss meine Klinge. Wo ist er hin? Okay, er war scheinbar kurz aus dem Bild geglitscht. Ist jetzt aber wieder da. Wusste gar nicht, dass er das kann. Tja, wieder was gelernt. Mann. Ich bin nicht gleich schon wieder K.O. hier. Kann ich ein bisschen durchrasen? Ja, kann ich. Gut. Einfach mal durchrasen hier. Falls das. Wow, die nehme ich auch noch mit, die Energy. So. Ich wollte die Energy haben und die sterben. Geil. Naja, egal. Einfach weitergehen. Einfach weitergehen. Super. Das lief schon ein kleines bisschen besser als beim letzten Mal. Das ist ein Bonusraum, den brauchen wir jetzt noch nicht. Wir gehen mal direkt in die Stage Nummer 3 rein. Bam! Mal ein bisschen fliegen. Ich glaube, das war noch nicht die Passage, wo es ein bisschen schwer wurde. Die kommt erst noch. Und ich weiß, es gab einen Moment im Spiel, da wurde es schon doch ein kleines bisschen kniffliger. Nee, können wir nicht auslösen. Vielleicht doch. Nee. Nee, können wir leider nicht. Gut, das wäre vielleicht ein Secret geworden. Schade. Aber naja, auch nicht so schlimm. Wir haben noch unsere Klinge, wollte ich gerade sagen. Jetzt haben wir sie nicht mehr. Super. Das Leben kommen wir jetzt nicht mehr ran, denke ich mal. Sehr schade. Hätte ich doch gerne gehabt. Aber naja, es sollte anscheinend nicht. Egal. Es ist wieder, es fängt wieder geil an. Alles bei Kirby trifft mich. Ach, Meta Knight und seine Schergen greifen wieder an. Zack. Zack. Einfach. Einfach. Ich liebe diese Kampfpassagen. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Ja, das war's. Auch wenn es knapp war. Das Energy, die will ich haben, aber die ist verdammt.
gut bewacht. Allerdings nicht gut genug für Kirby. Wie ihr gerade gesehen habt. Und das Level ist vorbei. Finish up, Leute. Finish up. Ich glaube, die Stages wurden noch in der Zeit immer mehr. Mit jeder Welt. Da ist das Museum. Mal sehen, was haben wir denn? Oder war es das? Ja, das war das Museum. Nehmen wir mal Feuer. Was ich mich immer gefragt habe, gibt es für dieses Kirby eigentlich einen Spezialbox oder gibt es da nur den Final Albtraum? Das war's. Das würde mich nochmal interessieren, ob es für dieses Spiel wie bei Kirby's Dream oder Kirby's Dream Land 2 und 3 so ein Spezialboss gibt. Und bei Crystal Shards natürlich, da gibt es auch einen Spezialboss. Den habe ich aber nie gezeigt, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Es war mir einfach zu anstrengend gewesen. Ich habe es bei 2 und 3 gemacht. Aber bei Crystal Shards, nee, danke. Da fand ich auch das Bad Ending mal so eine ausgefallene Idee. Den Boss haben wir ja geschafft, den regulären. Man muss jetzt nicht unbedingt das ganze Game auf 100% spielen. Ich meine, sonst hätte ich es ja angeschrieben, ne? So, die Schirmis, das weiß ich von Kult Astra. Die Schirmis sind auch hier relativ aua. Nutzlos. Der Wecker, der einfach mal überhaupt nichts konnte. Den burnen wir einfach mal runter. Was kann der Wecker überhaupt? Der Wecker kann so gut wie gar nichts. Der ist total schlapp. Ich glaube, selbst als Entec. Ah, jetzt kommt so ein Zeug. Das sind diese unfreundlichen, freundlich aussehenden Viecher, die irgendwie, damit sie versucht einzusaugen, ja, explodieren. Kommen wir da vielleicht irgendwie ran? Nee, leider nicht. Schade. Das Leben hätte mich doch schon sehr interessiert. Aber es sollte anscheinend nicht. Ist hier was drin? Ach, bloß hier. Hallo. Nee. Die Energy, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir zu doof. Kanonis. 3 Schuss und... Na, jetzt habe ich meine... Entec verloren. Schade. Aber dafür habe ich Electro. Electro. Und aufwärts. Ich kann's nicht. Ich kann's einfach nicht. Ist jetzt aber auch nicht so wild. Was kommt jetzt noch? War noch eine Stage. Da ist die Kampfarena. Die brauche ich auch nicht wirklich. Wir gehen mal in Stage Nummer 5 rein. Mit unserer ultra geilen Elektro-Power. Wenn ich sie nicht gleich wieder verliere. Was dann noch ziemlich blöd wurde. Ah, ich glaube, hier wurde es schon ein kleines bisschen schwieriger. Na toll, jetzt habe ich trotzdem diesen Scheißschirm. Und kriegt euch das an. Schon hier bei Kirby's Adventure for NES ist der Schirm die schlechteste aller Entecs. Die schlechteste aller Entecs. Spawnen die Dinger? Nee, leider nicht. Schade. Sonst hätte ich mir jetzt Energie gefarmt. Aber egal. Oh, das Rad. Das will ich haben.
Wir rushen einfach mal hier durch. Das geht selbst dem Emulator zu schnell. Wie wir durchrasen. Kann ich hier rüber rasen, oder? Ja, im Grunde schon. Oder auch im Grunde nicht. Oh, ich werde wieder von jedem Scheiß getroffen. Den Boomerang, den nehme ich mal mit. Und ich glaube, ein Treffer und ich... Ja, was war das jetzt? Da hat es mich doch irgendwie erwischt. Warum auch immer. Ja, vorher nehme ich mir das Schwert mit. Immer noch eine der geilsten Waffen hier bei Kirby's Adventure. Das Schwert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer der Endboss gewesen ist hier bei dieser Stage. Ach, das waren die Viecher, die komischen springenden Waschbären oder was auch immer das sind. Ich nenne sie mal springende Waschbären. Autsch. Das war nicht sehr nett. So, die Maxi-Tomate brauche ich jetzt nicht mehr. Die hätte mir vorhin genützt. Jetzt ist sie mir nicht mehr und ich werde schon wieder von allen möglichen getroffen hier oben. Aber das ist die Finishline. Ist das wieder auch geschafft? Und noch ein kleines bisschen besser als letztes Mal. Es kommt jetzt alles klar, jetzt kommt der Boss. Da werde ich mich mal mit einem Power-Up ausrüsten. Was nehmen wir denn? Ach, nehmen wir mal Laser. I'm firing my laser. Versuchen wir es mal. Ob uns der Laser hier helfen kann. Mal sehen, wie es ist. Ach, ja, der Elch. Der Elch, der einfach mal gar nichts konnte. Außer so ziemlich blöd umherschwirren. Der Laser bringt schon mal. Bringt eigentlich gar nichts. Aber ich kann trotzdem immer noch schlagen. Jetzt wird es ein bisschen knapp werden. Jetzt wird es ein bisschen knapp werden. Fuck. Mist. Ach komm, den schaffen wir noch. Das ist jetzt nicht so schwer. Schimmi. Oh, ich hasse das. Mach ich mal einfach so. So geht er am besten. Wow, 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 wow. Du willst wohl Ärger, Freundchen? Den kannst du haben. Yes, das war's mit dir, Freundchen. Besiegt.
Buttermilchturm. Den machen wir im nächsten Part von Let's Replay Kirby's Adventure für den NES. Bis zum nächsten Mal, Leute.